lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Und das ist Marika, Schrägstrich Radagon. Wir wissen ja inzwischen, was heißt inzwischen, aber wir wissen jetzt schon länger, dass Radagon und Marika ein und dieselbe Person sind. Ist ja ein super, super geheimes Super-Secret. Ich wette, der wusste das auch. Ne? Du wusstest das auch, ne? Schmiedstein 7, dreimal. Lecker, lecker. Ich mag es immer auf Steinen rumzukauen. Ja, also bitte nicht. Bitte nicht fragen, ne? Aber ich hätte gedacht, die erste Kirche von Marika wäre ein wichtigerer Punkt irgendwie. Dann halt nicht. Ich meine, wir haben gutes Loot da bekommen, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass die in der Lore dahin platziert wurde, um gutes Loot zu enthalten. Eisenstein. Mich gewundert, warum der so ein bisschen orangen war. Eis. Boah. Ist das hübsch? Ist das hübsch? Ach, warte mal. Ich hatte sogar noch eine Sache, die ich nachgucken wollte. Nämlich, ob es hier aber noch was gibt. Oder? Nee. Lassen wir. Wir gehen erstmal hier weiter. Wo wir jetzt auch hier sind, ne? Wie kommen wir denn da oben hin? Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ich weiß noch nicht mehr, wie wir da nach oben hingekommen sind. Wir sind ja einmal durch das Gebiet durchgerusht, um die ganzen Karten an uns zu nehmen. Damit ich mich besser fühle. Weil wenn ich die gesamte Karte aufgedeckt habe, fühlt man sich einfach besser. Zip, zip. Kasse, du weißt Bescheid. Sippen nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Wasser ist Leben. Ja, wenn wir mir applaudieren, dass ich wieder hier hingegangen bin, wo wir schon waren. Aber wo geht's denn hier hoch? Das sieht alles aus, als ob es da nicht weitergeht. Wir gucken nochmal hier. Wir gucken nochmal von hier aus. Tatsache, nochmal wieder unsere Rüstung ändern. Machen wir wieder unseren Standard rein. Wupp. Jetzt fühle ich mich wieder Lord schlechthin. Hatte ewig kein Wasser mehr, außer auf Arbeit, sonst immer nur Tee. Ja, Tee ist wie Wasser. Tee ist Wasser mit Blättergeschmack. Und je nachdem, was man für Blätter reinmacht, schmeckt er nach den Blättern. Okay. Stimmt nicht ganz, aber Tee zählt als Wasser. Tee zählt als Wasser. War die eben schon hier, Hundis? Oh, ich befreie die Hunde mal. Die sind komplett abgemagert. Befreie die mal von ihrem Leiden. Das kann ich nicht mit ansehen. Kleiner Hund. Oh. Hier noch einen gesehen. Da. Ah. Danke. Runter. Ne? Aua. Oh. Kommt zwar noch einer. So. Denke an den Bananen, Apfel, Mangotee. Ja, das sind alles Blätter. Lustigerweise gehören Bananen, glaube ich, zu der Gattung der Beeren, ne? Bananen sind Beeren und Erdbeeren sind
Nüsse oder so. Irgendwie sowas. Mal hier, danach gehen wir mit dem Luftstrom da nach oben. Kokos vergessen. Du bist ein großer Hund. Aber immer noch ein Hund. Au. Wasser ist wichtig. Jo, 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 jo. Wasser ist vor allen Dingen sehr, sehr gut. Das Geilste, was es gibt, ist kaltes. Also, ne, wenn man pennen gegangen ist, so, sagen wir mal, 5 Stunden gepennt hat und dann aufsteht, wenn man Durst hat und dann eiskaltes Wasser trinkt. Puh! Ganz wildes Gefühl. Ganz, ganz wild. Genau, und Erdbeeren sind Rosen? Echt? Eiskaltes Wasser mit einem Schuss Limette, auch sehr gut. Generell Limette kann man zu richtig vielen Sachen nehmen. Da ist ein kleines Bürkchen, ne? Ich würde aber erstmal hier oben noch gucken, was es da so gibt. Wo wir eigentlich mit dem Luftstrom hingekommen wären. Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht drin. Ne? Siegelgefängnis des Fürstenanwärters. Let's go. Genau, sind Rosengewächse. Cool. Cool, cool, cool. Ich wusste nur, dass es auf jeden Fall keine Beeren sind. Waffen wir uns mal. Wen haben wir denn hier? Dritter Weig. Au, sorry. Au! Der hat einen guten Rollcatch mit seinem Angriff. Au, auf hier rumzuzaubern, du. Au. Du trinkst. Autsch. Dann trinke ich auch. Block, block. Schön. Danke. Ritter Weig der Tafelrundfeste. Kurz gedacht, dass der Kampf noch weitergeht. Weigs Drachenblitz. Fingerabdruckhelm. Oh. Fingerabdruckhelm und ganz viele Fingerabdruck anderen Gedöns. Wer war das? Ein von den Fingern versenkter und mit Blasen bedeckter Eisenhelm. Getragen von Weig, dem Ritter der Tafelrundfeste. Pike war der von 4, ne? Der, ich glaube schon. Kein anderer Befleckter war dem Thron des Eldenfürstens näher als Weig. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Same. Traf Weig seine Entscheidung für seine Jungfer oder hat ihn eine andere Macht mit Suggestion geblockt? Wir gehen auf seinen Weg gerade, ne? Der hat auch die Schmelzstellen genau da, wo wir den Curse haben. Eine von den bla bla. Ja, okay. Wieder den gleichen Text. Was haben wir noch bekommen? Ich hab's schon wieder vergessen, seinen Blitz da, ne? Weigs Drachenblitz. Können wir jetzt wohl benutzen. Anrufung von Weig. Ritter der Tafelrundfeste beschwört einen roten Blitz um den Körper des Zaubernden und die Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Warte, was? Beschwört einen roten Blitz um den Körper des Zaubernden
und die Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Ist das richtig? Bezaubert die Waffe mit Angriffen der Affinität Blitz und erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht, verringert allerdings auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Von allen Rittern war Vaik der Drachenspeer derjenige, den Lanceax am meisten liebte. Nice, Lanceax haben wir auch schon besiegt. Und ich glaube, Vaik war Tatsache der auch mit der von 4 zu Bette, ne, gemacht, gelegt wurde. Wie auch immer. Von der guten alten Frau, die uns umarmt hat. Ja. Ich glaube, sie hat ihn auch während des Kampfes gespawnt, ne? So ein Abklatsch von ihm zumindest. Diese Rare-Gegner, die spawnen, aber nett, ne? Was? Was meinst du genau, Puzzle? Ich weiß nicht mal ganz genau, was du meinst. Diese Rare-Gegner, die respawnen, aber nicht, ne? Nein. Ich muss nur richtig lesen, dann verstehe ich es auch. Die respawnen nicht. Nein, das ist ein Siegelgefängnis. Da gibt es immer einen einmaligen, ich nenne es jetzt Mini-Boss-Fight. Okay. Können wir auch noch erkunden. Wie der Ritter eben, der kommt immer wieder. Nein. Außer im New Game Plus. Also wenn man das Spiel, nachdem man es durchgespielt hat, nochmal spielt und alles auch schwieriger macht, dann respawnt er wieder. Aber da respawnt halt auch alles und man spielt das Spiel von Anfang an wieder neu. Warum sind hier die Kuckucks-Marionetten? Warte auch mal kurz. Ich möchte kurz hier schießen. Wollen wir Runde 12 nur? Lohnt sich nicht. Wir haben ja auch die Flaschenzug-Armbrust, ne? Ich glaube, die ist ganz cool eigentlich. Ah, sorry, ich muss noch meine richtige Waffe nehmen. Danke. Mensch, Mr. Pfeilmann. Ja. Guter Angriff von mir. Ja. Naja. Ist halt auch ein Magier, den mag ich nicht. Wir werden nicht auf die Karte gucken. Irgendein Gegner hat uns noch im Visier. Lieber nämlich, ne? Lass mal kurz von meinem Pferd absteigen. Alles war gut, bis ich einen Pfeil ins Knie bekommen habe. Caster. Ich glaube, wir hatten auch eine Tatsache, wir hatten irgendeinen NPC, der den Witz sogar gebracht hatte, ne? Zwar nicht mit Pfeil ins Knie, aber auch, ich war auch mal ein, nicht Abenteurer, aber auch ein irgendwas wie ihr. Skyrim war auch so gut. Ich finde es richtig schade, was mit Bethesda passiert ist. Dass die inzwischen so verfallen sind in dem modernen Gaming-Markt und halt nicht mehr so abliefern wie früher. Das ist eigentlich auch eine Idee. Ich könnte mal Morrowind oder Oblivion spielen im Stream. Voll mit ganz vielen Mods. Oder Skyrim halt, ne? Aber das sind halt auch alles Spiele, die Jahre dauern. Jahre. Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Das ist der Tipp, den wir bekommen haben.
Ja, komm, raste aus. Kuckucks Schimmerstein. Alter Reißzahn.